Vom 2. bis zum 8. November ist es wieder da, das internationale Filmfestival Braunschweig. Und ich habe das große Vergnügen, diesem Filmfestival, das immer begeistert, das Erlebnisse schafft, das Freude bringt und das herausfordert, durch etwas zu bereichern, nämlich einen kleinen Beitrag zu einem Film, den ich vorstellen darf, in der neuen Reihe internationale Dokumentarfilme. Five Seasons, The Gardens of Piet Udolf. Es geht um einen niederländischen Gartendesigner, der bekannt geworden ist, nicht zuletzt durch seine Mitarbeit an den High-Rise Gardens in New York, die am Ende eine wunderbare Begrünung für die Hochbahnen, die Stillgelegten, die Aufgelassenen in New York dargestellt haben. Aber dieser Film, der geht vielmehr um sein Leben, das Lebenswerk, das er geschaffen hat, die vielen Gärten, die er initiiert hat, die er begleitet hat, die er geplant hat. Garten voller Licht und Leidenschaft, voller Schatten und Sinnlichkeit. Gärten, die begeistern. Dieser Film begeistert auch. Thomas Pieper, der Filmemacher, ist bekannt geworden für Filme, die er über zeitgenössische Künstler gemacht hat. Ob er Pablo Picasso am Anfang genommen hat oder ob er sich um Frank Lloyd Wright gekümmert hat, einen Architekten. Es sind immer Filme gewesen, die die Menschen in den Mittelpunkt gerückt haben. Und das ist auch hier der Fall. Dieser Film ist ein spannendes Kunstwerk über einen Künstler, der Gartendesigner ist. Wer Gärten liebt, der wird auch diesen Film lieben. Ich habe viel gelernt bei diesem Film. Ich habe jetzt gelernt, warum meine Eltern so viel Zeit in Gärten investieren. Ich habe gelernt, warum gleich zwei aus meinem Präsidium bei der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz begeisterte Kleingärtner sind und selbst eine Kollegin einen guten Teil ihrer Zeit im Garten verbringt. Tun Sie es sich an. Schauen Sie diesen Film.